Hallo mal wieder. Ja, die nächste Ausgabe unserer Top- und Flop-Show aus den Disney-Parks. Ein paar davon habt ihr vielleicht schon gesehen. Mhm. Wir bewerten oder bauen eine Rangliste unserer beliebtesten oder unbeliebtesten Attraktionen in den Disney-Parks von Walt Disney World und Disneyland Paris auf. Jeder hat eine Liste seiner Top 5 und seiner Flop 5 aufgestellt, die der jeweils andere nicht kennt. Das heißt, wir werden selbst ein bisschen davon überrascht. Präsentieren euch von 5-1 aufsteigend. Bei den Tops bedeutet 5 die 5 beste Attraktion unserer Meinung nach, die 1 die beste Attraktion, bei den Flops ist die Nummer 5 die 5 schlechteste und die 1 die schlechteste Attraktion. Heute gehen wir zu den Top 5 von Epcot. Genau. Ist uns, glaube ich, beiden relativ schwer gefallen, das aufzustellen. Ich bin sehr gespannt, was Dörte hat, weil ich so von ihren Kommentaren so ein bisschen so, was mache ich da? Und ich finde das nicht. So es hat sich das gar nicht angehört. Anders ist, als ich erwartet, also klang, als ich erwartet hätte, weil ich mir bei ihr sicher war, dass bei ihr vollkommen klar ist, was rauskommt, aber offensichtlich habe ich mich da ein bisschen getäuscht. Und es war alles nur Show. Ja, vielleicht. Das kann auch sein. Kleiner Hinweis noch, es geht dabei um alles, was Disney selbst auf der Website von Walt Disney World im Bereich Attractions oder Entertainment aufführt. Das kann in unsere Liste kommen. Ja, wenn ihr ein bisschen mehr über Epcot erfahren wollt, dann blenden wir euch jetzt hier oben in der Ecke einen Link ein zu unserer Reiseführerseite über Epcot, wo ihr zum Beispiel schon alle Pavillons des World Showcase ausführlich beschrieben findet, mit Imagineering-Informationen, mit Hintergründen zur Thematisierung, mit der Geschichte und so weiter. Und da kommen auch immer mehr Bilder dazu. Da kommen demnächst alle Attraktionen ausführlich beschrieben dazu, genau. Und so weiter. Also schaut da auch mal rein. Und ich würde sagen, ohne weitere Worte vorab, starten wir in die Top 5 von Epcot. Dörte beginnt mit ihrer Nummer 5. Das ist die Attraktion Living with the Land. Mhm. Die findet sich im The Land Pavilion. Es ist eine Fahrt in einem Boot durch die Gewächshäuser von Epcot. Während der Fahrt wird alles Mögliche über Landwirtschaft erklärt, wie sie sich geändert hat, wie sie sich weiterentwickelt hat, was in Epcot passiert. Super interessant, finde ich. Und da kommt der, wie nennt man es so schön, Edutainment-Gedanke wunderbar zum Ausdruck, der ursprünglich in Epcot eigentlich überall verfolgt wurde. Also lernen und dabei unterhalten werden, ist für mich da perfekt gelungen. Ja. Ja. Finde ich auch klasse. Also, das kann ich schon mal zustimmen. Es ist allerdings nicht bei mir auf Platz 5. Bei mir auf Platz 5 der Top 5 von Epcot ist The American Adventure. Ja. Habe ich fast erwartet. Also auf jeden Fall, dass es in der Liste auftaucht. Wenn ihr unsere Magic Kingdom Show geschaut habt, mit den Top 5 des Magic Kingdoms, falls ihr es nicht gesehen habt, blenden wir euch jetzt hier oben in der Ecke den Link dazu ein. Dann habt ihr mitbekommen, dass ich mir da mit einer Attraktion, die man vergleichen kann mit dem American Adventure, sehr schwer getan habe, die nicht in meine Top-Liste aufzunehmen. Da ist sie da als eine der 6, die ich ursprünglich haben wollte und nicht durfte, gestrichen habe, war für mich klar, bei Epcot werde ich nicht The American Adventure streichen. The American Adventure steht für mich für vieles, was Epcot ausmacht. Mhm. Es passt einerseits super in den World Showcase, in die Pavillons. Da gehört das einfach auch mit rein und eben nicht nur, wie jetzt gerade gebaut, Ratatouille als Attraktion oder Frozen Ever After, also nicht nur Disney-basierte Attraktionen. Und da steht, aus den Attraktionen dieser Art, in denen wirklich was über die Länder, die präsentiert sind, erzählt wird, sticht für mich The American Adventure als Bestes raus. Ja. Dann, vom Studium her bin ich Historiker, oder der hatte auch. Ich finde es super, wie lebendig da Geschichte vermittelt wird, wie mitreißend man Geschichte vermitteln kann, die dunklen Seiten der US-Geschichte auch nicht ausblendet, zumindest auf die Probleme des Umgangs mit den Ureinwohnern wird eingegangen, auf die Probleme der Sklaverei wird eingegangen, auf die Probleme der späteren Rassentrennung wird eingegangen.
Also es ist nicht nur ein Halligalli Heile Welt USA Attraktion, auch wenn auch Pathos mit drin ist. Ganz, definitiv. Ganz ohne Frage. Also, aber es ist für mich eine großartige Attraktion als inzwischen auch wirklich Fan der USA und ihrer Geschichte ist, kann man mich von mir in der Luft zerreißen, weil ich spreche nicht von aktuellen politischen Entwicklungen, sondern von dem, was hinter der Idee dieser Nation steht, gehört die Attraktion rein und ist deshalb meine Nummer 5. Da finde ich, vielleicht noch als Ergänzung, auch sehr interessant zu sehen, wie heutige US-Amerikaner mit ihrem Nationalstolz und ihrer Geschichte umgehen. Es ist mal interessant, da die anderen Zuschauer zu beobachten einfach. Und wie viele da draußen Tränen in den Augen haben. Ja. Das zeigt eigentlich sehr gut, wie die Attraktion wirklich es schafft zu berühren, wie sie das, was sie vermitteln will, schafft zu vermitteln, weil sie Leute wirklich, sie werden wirklich mitgenommen. Ja, ja. Also ich kann deinen Platz nachvollziehen. Kommen wir zur Nummer 4 in Dörtes Liste, wenn sie sie gefunden hat, der Top-Attraktion in Epcot. Ja. Das ist für mich Illuminations Reflections of Earth. Die Abendshow, die aktuell noch läuft, nur noch bis Sommer 2019 heißt es. Wir hoffen, wir erwischen sie noch, wenn wir im September fliegen. Einfach großartig das Zusammenspiel aus Musik, Projektionen, Lichteffekten, Feuerwerk. Ja, ich kriege Gänsehaut, wenn ich gerade darüber spreche. Ich kann dazu gar nicht so viel mehr sagen. Schaut sie euch einfach an. Wenn ihr die Gelegenheit habt, sonst nutzt ein Video bei YouTube oder kramt eure eigenen Aufnahmen nochmal durch. Großartig. Also die musste auf jeden Fall auf die Liste. Ist jetzt auf Platz 4 gelandet. Kann man sich drüber streiten, ob sie woanders hingehört. Für mich ist sie da gelandet. Ich muss sagen, ich habe es. Also ich kann es absolut nachvollziehen. Ich nehme das jetzt vorweg. Ich habe es nicht mit drauf. Könnte mir dafür jetzt ein bisschen in den Hintern treten. Ich habe einfach an die Abendshows gar nicht gedacht. Großartig. Ja. Also eigentlich gehört es auf die Liste drauf, wobei ich auch nicht wüsste, was ich von meiner Liste runternehmen sollte. Aber so ist es halt. So. 5 Plätze. Genau. In Epcot auf Platz 4 ist bei mir Disney Phineas and Ferb Ancient Peace World Showcase Adventure. Gute Entscheidung. Ich sage einfach nur Ancient Peace jetzt, ich will nicht jedes Mal den kompletten Namen, ist ein Interactive Game im World Showcase von Epcot. Wir haben, wenn ihr ein anderes Interactive Game habe ich schon ganz schlecht gelistet. Wenn ihr sehen wollt, auf welchem Platz es ist und um welches Interactive Games geht, dann blenden wir euch jetzt hier oben, wenn Leute die Videos schneidet, sie muss sich merken, wo ich wann was gesagt habe oder muss alles nochmal durchschauen. Jetzt jedenfalls hier oben in der Ecke einen Link zum entsprechenden Video ein. Lasst euch überraschen. Warum finde ich H&P so super? Also H&P könnt ihr entweder einfach mit eurem Handy spielen, mit der Disney Play App, oder ihr könnt, also ihr spielt es auch anders auch mit dem Handy, aber ihr könnt es entweder einfach selbst starten und beliebig auswählen, wo ihr startet, oder ihr könnt an einen Booth gehen, wo ein Castmember steht, der euch in das Spiel einführt, ist kurz erklärt, und der euch einen Startpavillon im World Showcase gibt. Mhm. Ich würde immer die Variante empfehlen, weil die Castmember unheimlich gut interagieren und euch zum Agent ernennen, der einen ganz wichtigen Geheimauftrag hat. Und wir waren zum Beispiel einmal Agent T und einmal Agent D. Ja, sehr kreativ. Die Aufgaben finden sich in Pavillons von das World Showcase, in den einzelnen Länderpavillons. Und bei jeder Aufgabe bekommt ihr übers Handy eine kleine Geschichte erzählt mit interaktiven Elementen. Wenn ihr dann gewisse Dinge tut, werden Effekte ausgelöst, die teilweise wirklich absolut lustig sind und einfach Spaß machen. Wir sind im Dezember dieses Jahr gar nicht zugekommen zu spielen, leider, weil wir da ein bisschen... Es ist irgendwie alles anders gelaufen als gedacht. Egal. Im September spielen wir es deshalb definitiv wieder. Macht es super lustig. Und meine Nummer 4. Ja, wir gehen schon weiter zur Nummer 3 der Top-Attraktionen in Epcot. Das ist deine Nummer 4.
Agent okay. P. Also gut. Da muss ich jetzt, glaube ich, nichts zu sagen. Wir haben das jetzt gerade erörtert. Zu sagen. Jetzt bei mir ist es auf Platz 3. Dann direkt schauen, was meine Nummer 3 ist. Da sage ich auch gar nicht mehr so viel zu, denn das hatten wir auch schon. Meine Nummer 3 ist Living with the Land. Ah, ja. Eben, weil es genau auch für das steht, was Epcot ist. Man erfährt sehr viel über Landwirtschaft. Es könnte ein gewisses Update auch vertragen. Ja, das kann, das will ich nicht negieren, weil die Sachen, die als ganz, ganz modern, wie Vertical Farming zum Beispiel vorgestellt werden, inzwischen in Teilen oder in einigen Ländern schon zum Standard gehören. Aber dennoch, es gibt zum Beispiel in Village Nature, bis in Paris, gibt es sogar Vertical Farming Workshops inzwischen. Da könnte ich euch auch einen Link einblenden zu unserer Review der Village Nature hier oben in der Ecke, wenn ich schon dabei bin. Aber es ist dennoch, es ist klasse, was man da vermittelt bekommt. Es ist ein guter Dark Ride und gleichzeitig spannend, was an Inhalten edukativ, der edukative Ansatz von Epcot spiegelt sich da immer wieder. Deshalb meine Nummer 3. Ja, Nummer 3. Ja, nach meiner Nummer 3 kommen wir zu Nummer 2, Dirtes Top 5 von Epcot. Das ist Ship Earth. Die Attraktion, die sich in der riesigen Golfkugel verbirgt, im Wahrzeichen von Epcot. Ein klassischer Dark Ride, der durch die Geschichte der Kommunikation der Menschheit führt. Super spannend gemacht, interessant. Man fährt durch die verschiedenen Szenen, lernt dabei, wird aber auch gut unterhalten, könnte allerdings auch eine Erneuerung brauchen. Kommt ja jetzt auch, weil jetzt das Internet noch so ziemlich als das Allerneueste vom Neuesten vorgestellt wird. Aber wenn die Pläne so umgesetzt werden, wie sie verkündet wurden, soll Anfang 2020 geschlossen werden, um eine Erneuerung einzubringen. Ich bin gespannt, wie es wird. Ich hoffe, genauso gut. Also absolut top. Kann man unendlich oft besuchen. Auf bei mir auf dem zweiten Platz ist Soarin'. Soarin' ist ein Flying Theater, das euch auf eine Flugreise um die Welt mitnimmt, wo ihr wunderschöne Landschaften seht, schöne Städte seht, wo ihr die entsprechenden Gerüche vermittelt bekommt. Und ist für mich ein absolut tolles Erlebnis, auch wenn es ein paar Macken hat, zumindest in seiner neueren Version. Also wenn man eine schlechte Position hat, dann sieht der Eiffelturm statt so aus. Und ein Elefant wankt ein bisschen arg besoffen dann durch die Gegend. Die mittleren Plätze sind absolut zu empfehlen. Ja. Aber auch selbst auf den Anführungszeichen schlechten Plätzen macht mir es viel Spaß. Und wenn man die kleinen Macken akzeptiert, die durch die da bei der Aufnahme und Bearbeitung entstanden sind und die man nicht ausgebügelt hat, dann ist es dennoch für mich eine absolute super Attraktion, die ich liebend gern fahre und die für mich absolut da vorne mit reingehört. Ja, kommen wir zur Nummer 1, zu Dörtes liebster Attraktion in Epcot. Und ich weiß, was es ist. Soarin'. Es fehlte, es war logisch und eigentlich nach der Reihenfolge jetzt unausweichlich die absolute Nummer 1 bei mir. Ja. Ja, bei mir auf Platz 1 ist Dörtes Nummer 2, welche Überraschung, Spaceship Earth. Es ist übrigens nicht Mini-Golfball oder Golfball, es ist eine sogenannte geodäsische Sphäre. Ja, ich habe nicht Mini-Golfball gesagt. Ja, okay. Sogar eine ganz besondere, weil es eigentlich nicht eine geodäsische Sphäre ist, sondern zwei. Ja. Die auch in der Architekturgeschichte als sehr wichtig gilt, was eben den Bau solcher Sphären angeht. Es ist das Wahrzeichen von Epcot. Es ist der Hingucker schlechthin. Die Attraktion ist einfach genial. Nimmt man die letzten Szenen raus, die eben nicht auf dem aktuellen Stand der Technik als neuesten sind, ganz ehrlich, ist mir egal. Das fängt bei der ersten Szene in Ägypten an, wo ich durch die Hieroglyphen besetzten
Bögen, Torgänge schaue, das sich unheimlich gut beleuchtet ist, dass sich in einer wunderbaren Tiefe verliert, wo ich denke, oh, was birgt sich denn dahinter? Da würde ich am liebsten reinlaufen, weil sich dahinter bestimmt große Geheimnisse verbergen. Und ja, so geht es weiter. Also, ja, dann kommt noch das Goldene Schmieds. Ja, Gutenberg. Mit der Erfindung des Buchdrucks hier aus Mainz. Das ist aufgegriffen mit der eigenen Szene. Das müssen wir als Mainzer natürlich besonders hervorheben. Ja, Spaceship Earth, meine Nummer 1. Kann ich auch nachvollziehen. Ich habe mich schwer getan zwischen 1 und 2. Und wir hatten es bei der Sendung zum Top 5 im Magic Kingdom auch, warum manche Sachen, die man vielleicht drin erwartet hätte, nicht reingekommen sind in unsere Listen. Mache ich diesmal einen Anfang. Ja. Der hat jetzt zwar Dörter gemacht. Bei mir sind 2 Attraktionen, die man vielleicht erwarten würde, nicht reingekommen. Das eine ist Frozen Ever After. Macht mir riesig viel Spaß. Ja. Würde ich nur nach der reinen Qualität der Attraktion gehen, würde Frozen Ever After durchaus bei mir reinkommen können in die Liste. Und ich habe es auch als letztes gestrichen, von denen die nicht reinkamen. Da hast du mir eins, ja. Ich habe was anderes gestrichen, aber das kommen wir gleich zu. Was mich aber dazu am Ende so geführt hat, es steht so gar nicht für irgendwas, was Epcot ist. Das stimmt, ja. Es hat nichts mit der Idee hinter Epcot zu tun. Es ist ein toller Dark Ride, aber es ist ein Dark Ride durch Arendelle, der sich im norwegischen Pavillon befindet. Ja, Arendelle in Frozen ist der norwegischen Kultur nachempfunden, geschenkt. Aber es hat eben nichts mit Norwegen selbst zu tun. Und es erzählt eine fiktive Geschichte, statt wie die anderen Pavillons, was aus der norwegischen Geschichte oder Mythologie auftreibt, wie das vorher der Fall war, bevor es umgebaut wurde. Und deshalb hat es dann trotz der hervorragenden Qualität des Dark Rides an sich, da auch sehr abwechslungsreich ist, was die Fahrtelemente angeht, finde ich, hat es das nicht reingeschafft. Ja, dazu sage ich auch kurz was. Als ich das erste Mal, als wir über diese Sendung, über das Format gesprochen haben und ich an Epcot und die Top 5 gedacht habe, war mir klar, Frozen Ever After kommt da rein. Definitiv. Irgendwo, ich weiß noch nicht, welcher Platz ist dabei. Dann habe ich darüber nachgedacht und andere Attraktionen abgewogen und dann ist es eben doch nicht auf der Liste gelandet, aus diesen Gründen. Also. Und die zweite Attraktion, die es bei mir nicht geschafft hat, ist Test Track. Ja. Bei der ich am Anfang auch gedacht habe, die kommt auf jeden Fall rein. Ja, da gibt es einen gewissen edukativen Ansatz, indem man sein Auto selbst modelliert und so weiter. Aber letztendlich ist die Fahrt selbst dann doch zu die Testreihen der Autos, die man am Anfang durchfährt. Das ist der erste Teil der Fahrt. Also man konstruiert ein Auto an einem großen Board. Virtuell fährt man dann dieses Auto auch durch die Attraktion. Am Anfang durchläuft man verschiedene Tests, Kurventests, Kälte, wie reagiert es auf Kälte, wie reagiert es auf Wärme. Bei Regen, ja, Umwelttests und so weiter. Das ist alles ganz nett gemacht, aber man hätte es durchaus auch besser machen können, finde ich. Und dann das, was den Hauptteil der Fahrt ausmacht, einfach die schnelle Fahrt mit dem Auto, das ist einfach im Ergebnis, finde ich, zu kurz und zu banal. Und deshalb hat es der Testrack doch nicht bei mir reingeschafft. Hat es bei dir was anderes noch nicht? Ja, als ganz knapp gestrichen habe mich schwer getan, war die Gran Fiesta Tour. Also ja. Im mexikanischen Pavillon eine Bootsfahrt, ein Dark Ride mit den 3 Caballeros. Ich mag ihn super gerne, aber am Ende also das war knapp an der 5 geschrappt und ist dann aber rausgefallen. Und da ist trotz Aufgreifen von Disney-Figuren ist da noch ein bisschen mehr auch die mexikanische Kultur kommt da schon im Gegensatz zu Frozen. Ja. Bin da übrigens gespannt, wie das mit Ratatouille laufen wird in Epcot, wenn das kommt. Da kann man natürlich zur französischen Küche den Bezug herstellen, dann ist wenigstens noch ein bisschen Bezug da im Gegensatz zu Frozen Ever After. Und wo ich sehr, sehr skeptisch bin, ist, auch wenn die Attraktion technisch und wahrscheinlich sehr genial werden wird, ist Guardians of the Galaxy, wie man da einen Bezug zum Future World Bereich von Epcot machen will. Ja, da bin ich auch. Thema einer anderen Sendung. Genau. Das waren unsere Top 5 aus Epcot. Als nächstes in dieser Reihe werden wir uns mit dem Flop 5 aus Epcot beschäftigen. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr auch wollt, dass ihr die nächste Folge seht und unseren Flop 5 aus Epcot, dann solltet ihr unseren Kanal jetzt abonnieren.
indem ihr auf den roten Button klickt und direkt danach auf die graue Glocke, damit ihr auch benachrichtigt werdet, wenn wir ein neues Video veröffentlichen. Und nicht vergessen, gebt einen Daumen nach oben, weil euch das Video bestimmt toll gefallen hat. Und wenn es euch nicht gefallen hat, gebt trotzdem einen Daumen nach oben. Genau, wir haben es nämlich verdient. Genau. Ja, das war's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.